Zeuge Gustav Murr, Deutschland, Spreng- und Bauingenieur, 69 Jahre, 138. Verhandlungstag, 19.02.1965. Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Ja. Herr Murr, Sie sind ehemals Bauleiter für das Werk Auschwitz bei der IG Farbenindustrie gewesen. Jawohl. Wie sind Sie dorthin gekommen? Gestern, vor 24 Jahren, habe ich den Auftrag in Ludwigshafen erhalten, am 20. Februar vor 24 Jahren nach Auschwitz zu fahren. Ja. Und am 20. Februar sind Sie dann auch hingefahren? Erst nach Breslau. Ja. Weil ich vorher in Radwitz war, in anderen Baustellen und mit schlesischen Verhältnissen vertraut war. Ja. Dann, von wem hatten Sie den Auftrag bekommen? Von der IG? Ich habe den Auftrag erhalten von meinem Chef, Baudirektor Santo. Santo. Und wo war der Baudirektor Santo? In Ludwigshafen. Und bei wem? Bei der BASF? BASF, ja. Der IG Farben schon. IG Farben schon. Jawohl. Und was sollten Sie bauen in Auschwitz? Ich hatte den Auftrag für eine Großbaustelle, die Erschließung derselben, das heißt das Gelände zu sondieren und den Bahnanschluss so rasch als möglich zu betreiben. Deswegen war Herr Ingenieur Thier, der leider verstorben ist, als Bahnsachverständiger dabei. Wir beide sind so hingefahren. Ja. Nun haben Sie auch hinterher den Bau aufgeführt. Ich habe am Anfang nur die Häftlingsbaracken, die in Radwitz gestanden haben, keine Häftlingsbaracken, Baracken. Man wird ja ganz narrisch jetzt. Wir haben die Baracken, die in Radwitz gestanden waren, von Buna 4, die sind abgebrochen worden und sind dann nach Monowitz, hier die Unterbringung von Arbeitern gebracht. Ja. Und diese Baracken haben Sie aufgestellt? Die Baracken habe ich aufstellen lassen durch eine Firma. Durch eine Firma? Wir selbst nicht. Und nachdem die Baracken aufgestellt waren, sind da auch Häftlinge hineingekommen? Nein, sind keine Häftlinge reingekommen, das sind nur für Fremdarbeiter gewesen. Nur für Fremdarbeiter? Jawohl. Haben Sie auch irgendwelche Bauten für Gefangene aus Auschwitz errichtet? Nein. Haben Sie Gefangene in Auschwitz als Arbeiter oder als Helfer gehabt? Ja, das nur die fremden Firmen. Die fremden Firmen. Ja. Es war also so, wenn ich Sie recht verstehe, dass der eigentliche Bau oder die Bauten und die Einrichtung untervergeben worden ist an verschiedene Firmen, die ihrerseits die Bauten... Ich habe die Oberbauleitung gehabt. Und Sie hatten die Oberbauleitung. Ja. Wie war es denn mit Arbeitskräften? Wo bekamen Sie denn die Arbeitskräfte her? Wir haben sämtliche Arbeitskräfte über das Arbeitsamt, Bielitz, Außenstelle in Auschwitz verlangt. Und da die Arbeitszuweisung sehr knapp war, habe ich aufs Arbeitsamt auch das Arbeitsamt Kattowitz beigezogen. Ich habe einen strengen Auftrag gehabt, nur über das Arbeitsamt meine Arbeitskräfte zu verlangen. Ja. Ist Ihnen denn nicht schon in Ludwigshafen erwähnt worden, dass in Auschwitz ein Konzentrationslager sich befände und dass dort 8.000 Juden und 3.000 Polen sich befänden, die eventuell auch mit eingesetzt werden könnten? Ich habe aufgrund meiner früheren Kenntnis von Radwitz viele Leute aus dem Raum Oberschlesien erhalten und habe deshalb den Auftrag auch angenommen. Erst habe ich mich gewehrt, weiter nach Schlesien zu gehen und habe dann aufgrund, weil da viele das Arbeitsreservat noch, Reserve noch sehr groß war, habe ich dann zugesagt und dann habe ich in Auschwitz erfahren, dass beim Bürgermeister Gutsche auf der Burg, dass 8.000 Juden da sind und 3.000 freie Polen. Ja, ich habe hier vorliegen eine Aussage, die Sie angeblich gemacht haben sollen. Affidavit. Ja, in dem Nürnberger Prozess. Ja. Und da steht geschrieben, bei einer zweiten Besprechung am 18. Februar 1941 wurde mir Auschwitz genannt und dabei erwähnt, dass dort 8.000 Juden und 3.000 Polen waren. Ja. Die IG rechnet damit, diese Menschen beim Aufbau ihres 4. Buna-Werks einsetzen. Ja, das kann ich mir noch entsinnen. Ja. Das stimmt. Gut. Nun haben Sie zunächst Ihre Arbeitskräfte, wie Sie eben sagten, durch das Arbeitsamt bezogen? Und zwar, wie viele Arbeiter waren denn das ungefähr? Ungefähr 100 bis 150 Mann. 100 bis 150 ja. Mann. Das waren aber keine Gefangenen. Nein, freie ja. Leute. Aber es sind doch dann Gefangene beschäftigt worden. Ja, aber viel später. Viel später, wann denn ungefähr? Ja, das entzieht sich meiner Kenntnis. Das ist ganz genau. Ich kann genau, wenn ich jetzt unterreise, was aussagen soll, das kann ich nicht genau sagen. Ein oder zwei Monate später. Ja. Und wieso kam denn das, dass diese Leute beschäftigt wurden? Wer kam denn auf den Gedanken, die da einzusetzen? Ja, ich habe das Arbeitsamt gedrängt und eines schönen Tages hatte das Arbeitsamt mir gesagt, ja, dann bleiben nur noch eventuell die Häftlinge übrig zum Einsetzen, bis wir weitere freie Arbeitsrechte heranbringen. Gut. Nachdem das Arbeitsamt Ihnen das gesagt hat, mit wem haben Sie sich denn dann besprochen? Ich habe die Sache den Herrn Faust, meinen direkten Vorgesetzten, gemeldet. Ja. Und der war aber nicht dort. Er war nicht da. Nein, aber Sie waren dort. Ich war dort. Und mit wem haben Sie denn nun verhandelt? Ich habe mit dem Außenstellenleiter vom Arbeitsamt und dann mit dem Landesarbeitsamt in Kattowitz verhandelt. Ja. Und nachdem die Sie nun hingewiesen haben auf das Konzentrationslager Auschwitz, und zwar in der zweiten Märzhälfte 1941. Ja? Ja. Wo sind Sie, was haben Sie denn dann unternommen, um nun diese Gefangenen von Auschwitz einsetzen zu können? Ich habe gar nichts unternommen, sondern der Herr Faust, der war ja der Oberbauleiter, und wer da noch dabei war, weiß ich nicht, aber der Herr Faust, der war dabei. Wir sind dann, glaube ich, ins KZ runtergebeten worden und in die Kommandantur. Das habe ich es ja genau erklärt. Das ja. Ich habe keine Stütze mehr da. Ne? Ja. Da steht ja alles klar drin. Da haben Sie mit Adjutant Fromm-Hagen habe ich da. Fromm-Hagen? Ja. Der Höss, erst Höss ja. und Adjutant Fromm-Hagen habe ich dann verhandelt. Ja. Und da ist noch mehr verhandelt worden. Ich habe wieder eine halbe Stunde ungefähr mit Fromm-Hagen verhandelt über den Ahnentransport und vor allen Dingen wegen der Bewachung der Mannschaft und so weiter. Ich kann ja die freien Leute und die Häftlinge da nicht zusammenwerfen lassen. Denn es ist immer, für mich war das immer so, die freien Leute, die müssen ja Arbeit tun und die Häftlinge müssen ja zusammenbleiben, die müssen unter Überwachung bleiben. Und infolgedessen ist es ein logischer Grundsatz von mir gewesen, freie Leute für sich, Häftlinge für sich. Und so sind die Leute auch aufgeteilt worden. Ja. Nun, dann kam es zu einer zweiten Besprechung, die fand wiederum im KZ Auschwitz statt. Übrigens nicht erst viel später, sondern wie Sie in Ihren Bekundungen in Nürnberg gesagt haben sollen, bereits am 27. März 1941, die erste. Ja. Und das geht auch daraus hervor, dass Sie hier von einem Adjutanten Frohmann sprechen, Frommhagen, ja. Der ja später gar nicht mehr da war. Ja. Also scheint es doch schon 41 gewesen zu sein, nicht? 41 war das, ja. Ja. Und ich habe noch mit dem Hauptsturmführer Wagner noch gesprochen. Der hat die Werkstätten gehabt. Mir ist ja hauptsächlich um die Werkstätten darauf angekommen, dass ich Material bekommen habe. Vor allen Dingen die Spinde und die Betten. Und ich als selbstständiger Bauleiter muss man sich ja sorgen dafür, dass man auch die Leute unterbringen kann. Und die waren sehr gut eingerichtet, zumal man in der Zwischenzeit, ich erfahren habe durch den Bürgermeister Gutsche, dass die Juden und auch die Polen nach Sosnowitz abtransportiert werden. Und ich habe mich dagegen gewehrt. Ich habe seinerzeit nach Berlin telegrafiert, nach Ludwigshafen telegrafiert, überall hin telegrafiert, sollen mir doch helfen, dass die Leute da bleiben. Dass sie da bleiben? Dass sie in Auschwitz bleiben. Wir hätten die Leute dann eingesetzt. Welche Leute waren das? Die freien Juden und die freien Polen, die dort waren in Auschwitz. Das sind die Fremdarbeiter gewesen? Nein, die sind Einheimische gewesen. Einheimische, die Bewohner? Die Bewohner. Aha. Und da habe ich mich dagegen gewehrt. Und auch der Herr Gutsche, Bürgermeister Gutsche, ist ja auch deswegen, weil er mich auch groß unterstützt hat, ist er auch später auch mal bestraft worden. Was da war, das weiß ich nicht, das zieht sich auch meine Kenntnis. Auf jeden Fall habe ich dafür gesorgt, dass ich rasch als möglich anfangen konnte zu bauen. Denn mir sind wohl keine Termine gestellt worden, aber wenn man als junger Bauingenieur hinkommt und baut ein so großes Werk auf, dann heißt es sich umsehen und umtun. Ja, Nun, wie lang dauerte das denn, dieser Bau und diese Errichtung des Werks? Also ich war bis, was heißt, es sind erst die Baracken gebaut worden und dann sind gleich die Erdarbeiten begonnen worden. Und vor allen Dingen war mir sehr daran gelegen, dass die Eisenbahn gebaut worden ist. Ja, und wie lange haben Sie denn an dem ganzen Projekt gebaut? Bis zu Ende des Kriegs? Ich habe gebaut bis 1943, nach der Ermordung von des Leiters Kalkwege Gressendorf im Gouvernement, der ist von Partisanen ermordet worden, habe ich den Auftrag erhalten. Ich habe in der Zwischenzeit auch Gressendorf gebaut, das Kalkwerk als Bauleiter. Das war ein Gouvernement mit 3 Arbeitern. Und da war das selbstverständlich, dass man mich, da ich jetzt auch Fachmann bin aus der Steinindustrie, dass ich als Leiter bzw. Prokurist und Betriebsführer des Kalkwerks Gressendorf eingesetzt wurde. Und das ist auch geschehen. Und da habe ich mit Werk Auschwitz wenig oder gar nichts mehr zu tun gehabt. Ja. Was nur meine kurze Eindrücke gewesen waren, wenn ich also mal auf 1 oder 2 Tage mal nach Auschwitz gekommen bin, weil ich in Auschwitz gewohnt habe, ein Haus gehabt habe. Mhm. Nun sagen Sie, haben Sie während Ihrer Tätigkeit in Auschwitz auch die Adjutanten Mulka und Höcker kennengelernt? Nein, kenne ich nicht. Also Sie haben in Ihrer Erklärung in Nürnberg von dem Adjutanten Fromm-Hagen gesprochen. Den kenne ich. Aber Mulka haben Sie nicht kennengelernt? Habe ich nicht kennengelernt. Also wie ich mich entsinnen kann, nicht, der kann ja da gewesen sein, aber als Adjutant habe ich nur Herrn Fromm-Hagen kennengelernt. Wissen Sie etwas, wie die Befehlsgewalt in den verschiedenen Lagern Auschwitz aufgeteilt war? Die Befehlsgewalt, wieso? Ja, also war es so, dass der Kommandant von dem Lager Auschwitz I auch die Befehlsgewalt über die übrigen Lager gehabt hat. Ja. Und wieso wissen Sie das? Ja, das, ich nehme es an, nicht wahr? Ich kann ja ach so, das Lager Monowitz, das weiß ich nicht. Also ob Monowitz praktisch dem Kommandanten von Auschwitz I unterstanden hat? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht? Da war ich ja nicht mehr da. Sonst wäre ich ja, hätte ich meine, könnte ich mir auffrischen, nicht? Ja, wie Monowitz eingerichtet worden ist, wie also die Gefangenen von Auschwitz nach Monowitz kamen, da waren Sie doch noch da. Erst sind Sie gelaufen. Ja. In Affidavit steht sie genau drin. Dann hatte ich Getränk drauf, dass sie mit der Bahn transportiert worden sind. Ja. Dann sind sie zuerst nach Krugi, das ist unterhalb vom Berg direkt gelegen, sind sie im Berg nur rauf. Denn als Mensch habe ich mir gesagt, wenn die Leute 6 Kilometer laufen müssen und mit den 6 Kilometern zurück, dann können sie mir keine Arbeitsleistung machen. Und die Leute waren manchmal geschwächt und ich möchte das in der Affidavit, das steht drin. Ja. Also waren Sie auch noch da, wie das Lager Monowitz eingerichtet worden ist? Das Lager Monowitz, das weiß ich nur noch, dass es für Fremdarbeiter gebaut war und später habe ich erfahren, aber nur erfahren. Das Lager Monowitz habe ich einmal, also das nicht Lager Monowitz, sondern Lager Thier hat es geheißen seinerzeit, das habe ich gesehen im Rohbau. Im Rohbau. Sonst war ich nie mehr drin. Sie haben also nicht erlebt, wie die Häftlinge dort drin waren von Auschwitz? Nein. Nein. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Herr Schatzwald, Herr Rechtsanwalt Rabe. Herr Zeuge, haben Sie mit diesem Herrn Fromm-Hagen öfters verhandelt? Ich habe die Frage eben nicht mitbekommen. Wie war die Frage? Ob der Zeuge öfters mit diesem Herrn Fromm-Hagen, dem... Was ich angegeben habe. Ich widerspreche dieser Frage, nicht antworten, wenn widersprochen ist. Ich widerspreche dieser Frage. Ja, also ich würde Sie an sich zulassen. Ja, wünschen Sie einen Gerichtsbeschluss, Herr? Ja. Der Widerspruch bleibt bestehen. Ja, die Frage auch. Ja, weiter, bitteschön. Darf ich nur etwas zur Begründung des Widerspruchs, nur 3 Sätze sagen? Nur bitteschön. Ob der Zeuge mit dem Adjutanten Fromm-Hagen gesprochen hat, spielt für diesen Prozess nicht die geringste Rolle. Das ganze Zeugnis, das direkte Zeugnis, das der Zeuge Ihnen auf die Fragen des Herrn Senatspräsidenten gegeben hat, hat mit dem Prozess nicht das Geringste zu tun. Es besteht nicht die geringste Verbindung mit irgendeiner angeschuldigten Tat, also angeschuldigt in diesem Verfahren. Infolgedessen ist das ganze Zeugnis überflüssig für diesen Prozess und die Frage des Herrn Nebenklägervertreter ist ohnehin überflüssig. Das ist eine harte Kritik am Gericht. Die nächste Frage, Herr Rechtsanwalt. Ich muss die Frage aufrechterhalten, habe momentan keine weitere. Sonst keine Frage mehr, Herr Dr. Kaul. Das alles abzukürzen, bitte ich dem Herrn Zeugen, nachdem Sie ihm bereits seine eidesstattliche Versicherung, das ist das Dokument 2D, das ich überreicht habe, vorgehalten haben, auf Seite 3 vorzuhalten, den ersten Absatz, diese und spätere Verhandlungen mit der SS fanden in der Kommandantur statt. Moment, Herr Rechtsanwalt, auf Seite 3 dieser Ausfertigung oder des Originals? Nein, nein, auf Seite 3 meiner Ausfertigung, die ich überreicht habe, von Seite 2 des... und da heißt... 2D. Da fängt es an, diese und spätere Verhandlungen. Wie sehr die Ladung des Zeugen, die Befragung des Zeugen mit diesem Prozessstoff zu tun hat. Also, Herr Rechtsanwalt, verzeihen Sie, zunächst muss ich mal wissen, worum Sie reden. Wir haben auf Seite 3, fängt an mit dem Wort Baustelle Auschwitz. Ja? Jetzt gehen Sie runter bis in einer der nächste Absatz. In der zweiten Besprechung haben Sie den Zeugen befragt. Mit KZ-Lagerkommandanten Höss wurde über die Modalitäten des Häftlingseinsatzes, die Art der Bewachung, der Häftlinge und so weiter gesprochen. Diese und spätere, also diese zweite und spätere Verhandlung, diesen Absatz möchte ich. Und ich möchte wissen, wann diese späteren Verhandlungen terminiert sind, da im März 1942 bereits der Zeuge Mulka als Adjutant seine Funktionen, beziehungsweise seine Funktionen in Auschwitz ausgeübt hat, in Auschwitz anwesend war, bitte ich dem Zeugen vorzuhalten, wie es dann möglich ist, wann die späteren Verhandlungen stattgefunden haben und wie es dann möglich ist, dass er nicht den Angeklagten Mulka kennt. Ja. Ich widerspreche. Moment, also diese Frage scheint mir durchaus berechtigt zu sein, aber sie ist meines Erachtens leicht zu beantworten. Herr Rechtsanwalt Dr. Kaul, ich glaube, dass Sie sich hier in einem Irrtum befinden, denn der Zeuge spricht hier in dieser Erklärung vor dem Münchner Gericht, vor dem Nürnberger Gericht ausdrücklich von den Jahren 1941. Nein, Herr Präsident, ich bedauere, dass Sie da ein Irrtum. Ja, bitte? Schauen Sie auf Seite 4. Im Januar 1942 ist mir aufgefallen. Das geht dann schon weiter. Das geht sogar bis Seite 5. 1944 habe ich in Auschwitz und so. Ich bin gar nicht auf diese Dinge eingegangen, sondern ich möchte nur wissen, wann die späteren Verhandlungen stattgefunden haben. Und in der Kommandantur, im Gebäude der Kommandantur. Er schreibt ja sogar, in der Kommandantur statt, die im zweiten Gebäude nach dem Schlagbaum untergebracht war. Spricht auch noch vom Krematorium und Ähnlichem. Er kannte sich also sehr gut dort aus. Ja. Ich widerspreche. Ja. Das hat keinen Zusammenhang mit diesem Verfahren hier. Es ist noch eine Frage zu stellen von Seiten. Ja, ich habe dann noch anschließend, bitte ich weiterhin aus dieser eidesstattlichen Versicherung, um nicht immer das Fremdwort zu gebrauchen, die der Zeuge, wie er beginnt, freiwillig und ohne Zwang abgegeben hat und die er ja auch anerkennt, findet sich, Herr Präsident, auf Seite 5 meines Dokuments oben. Diese Seite beginnt, Seite 3 der Originalsfortsetzung. Ja. Wenn ein Meister mit der Leistung eines Häftlings nicht zufrieden war oder wenn der Häftling sich nach Meinung des Meisters etwas hatte zu Schulden kommen lassen, haben sich die Meister an die SS gewandt. Ich möchte gern wissen, an welche SS, ob sie sich an die Kommandantur, ob sie sich insbesondere an die Angeklagten Mulka, die zuständigen Adjutanten gewandt haben. Es kommt ja auch viel weniger darauf an, sondern um einmal auch die Funktion des Adjutanten zu umreißen und was eigentlich dann daraufhin geschehen ist. Ja, ich widerspreche auch dieser Frage. Sie hat keinen Zusammenhang mit den hier Angeschuldigten. Nun, Herr Rechtsanwalt Dr. Laternzer, das können Sie doch wohl nicht sagen. Doch, sicherlich sagt er. An welche SS-Leute, Herr Dr. Kaul sagt ausdrücklich, ich möchte wissen, ob Sie sich vielleicht an den Adjutanten gewandt haben und ich möchte wissen, was geschehen ist, insbesondere ob von Seiten der Kommandantur dann Maßnahmen und Maßregeln ergriffen worden sind. Der Zeuge hat erklärt, er kennt nur einen Adjutanten, den Fromm-Hagen, die anderen kennt er nicht. Also kann er sich da nicht hingewendet haben. Herr Präsident, ich widerspreche dieser Frage. Da ich diesem System der Behinderung der Wahrheitsfindung nicht indirekt Vorschub leisten wollte, habe ich meine Fragen in diese Form gekleidet und Ihrer Autorität überlassen. Ja. Herr Vorsitzender, ich darf noch mal gerade dazu etwas sagen. Die ganze bisherige Aussage hat mit irgendetwas, was im Eröffnungsbeschluss erwähnt ist, nicht das Geringste zu tun. Also plädieren wollen wir jetzt nicht. Ja, nein, ich will nur meinen Widerspruch noch Sie haben Widerspruch begründet und haben gesagt, es hätte nichts mit der Sache zu tun. Ja, das halte ich auf. Sonst noch eine Frage zu stellen? Nein, von Seiten der Verteidigung auch keine Fragen mehr. Von Seiten Herr Dr. Laternse, ich glaube, wir können uns alle widersetzen. Ich war gerade im Begriffe, das war etwas zu spät, dann ist ja in Ordnung. Ja. Im Übrigen entscheide ich das immer gerne selbst, ob ich mich setze oder ob ich stehe. Herr Rechtsanwalt Dr. Laternse, wir wollen hier nicht ein Vorkommnis reproduzieren, was sich hier bereits abgespielt hat, nicht sehr zum Segen der Verhandlung. Ich habe nicht die Absicht, aber Sie haben mich gebeten, mich zu setzen, als ich bereits im Begriffe war. Und dann darf ich doch darauf erwidern, dass ich bereits im Begriffe bin, mich zu setzen. Haben die Angeklagten den Wunsch, eine Frage zu stellen oder eine Erklärung abzugeben? Nein. Dann werden wir diese drei Fragen sind es. Ja. Nämlich erstens, waren Sie öfter mit Fromm-Hagen zusammen? Zweitens, wann waren die späteren Besuche im Gebäude der Kommandantur bzw. Besprechungen? Und an welche SS-Leute haben Sie sich gewandt und was ist darauf geschehen? Haben sich die Meister gewandt und was darauf geschehen. Da werden wir darüber entscheiden. Und ich bitte den Zeugen, hier zu bleiben. Die Entscheidung wird bald verkündet werden. Und dann wird über die Beeidigung des Zeugen gesprochen. Es erhebt sich wohl kein Widerspruch gegen diese Beeidigung. Doch, bitte ich dann gleich 60 Ziffer 3 zu überlegen. Ich widerspreche. Sind Sie zu irgendeiner Zeit einmal verurteilt worden wegen Ihrer Tätigkeit? Nein. In Auschwitz, Herr Zeuge? Ich? Ja. Nein. Nein. Verdächtig. Ja. Das Gericht wird beraten. Frage. Wann fanden die späteren Besprechungen statt, die im Gebäude der Kommandantur stattgefunden haben? Das hat sich nur gedreht wegen Warenlieferungen. Und es war nicht der Hauptstammführer Wagner. Wann? Bis 1941. Diese und spätere Verhandlungen mit der SS im KZ Auschwitz fanden in der Kommandantur statt. Ja, die im zweiten Gebäude nach dem Schlagbaum untergebracht war. Mit Hauptsturmführer Wagner, der war der Leiter der Werkstätten dort. Da habe ich immer vor allen Dingen, was wir jetzt brauchen, besprochen und was fertig war, dass das gleich wieder abtransportiert worden ist. Waren diese Besprechungen auch nach 1941 noch? Das kann ich nicht mich entsinnen mehr. Was möchten Sie denn? Herr Senatspräsident, vielleicht zur Aufklärung kann der Zeuge das mal an der Karte zeichnen. Er spricht immer oder er sprach damals vom zweiten Gebäude und er spricht hier von Verwaltungsangelegenheiten. Es kann sein, dass da ein Missverständnis vorliegt. Er hat damals gesprochen, die im zweiten Gebäude nach dem Schlagbaum untergebracht waren. Ja. Vielleicht gehen Sie mal hinten an die Karte und zeichnen Sie uns mal, wo das war. Hinten an die Karte. Also wenn Sie da unten den schwarzen Pfeil sehen, das war hier das Tor. Moment, Easy-Zeichen. Moment. Der schwarze Pfeil bedeutet den Eingang durch das Tor, wo drauf stand, Arbeit macht frei. Ja? Und oben links im Eck ist ein kleines Haus, ein weiß, links oben, ganz links oben, lang, noch weiter, links oben. Da ist ein weißes Haus. Das soll die Villa von dem damaligen Kommandanten Höss gewesen sein. Und da war ein Schlagbaum, da oben. Und wenn Sie da nun durchgegangen sind, wo war das Gebäude der Kommandantur, wo Sie drin waren? Da drin. Das war also das erste und nicht, wie Sie sagten, das zweite. Das erste Gebäude. In dem Zusammenhang muss ich darauf aufmerksam machen, Herr Präsident, entschuldigen Sie die Unterbrechung. Er spricht hier davon, ich suche es eben gerade, dass er um den Weg an dem Krematorium vorbeigehen musste. Halt, hier habe ich es. Das ist Seite 3. Ja. Unmittelbar vor Ziffer 4. Ja, ganz recht. Das Krematorium, von dessen Vorhandensein ich etwa im Mai 1941 erfahren habe, lag an derselben Straße. Einer der Wege zum Krematorium führt an ihm vorbei. Einer der Wege. Ja? Herr Zeuge, also Sie sagen, Sie meinen, es wäre 41 gewesen, als Sie dort diese Besprechung... 41, ja. Die dritte Frage war die, Sie hatten bei Ihrer Aussage in Nürnberg erwähnt, dass sich die Meister wenn sie Beschwerden hatten wegen der Häftlinge, sich an die SS gewandt haben. Wissen Sie, an wen von der SS, nämlich ob an die Bewachungsmannschaften oder an die Kommandantur oder an wen? Da waren doch Arbeitseinsatzführer, Scharführer da, die in einem Block unterstanden hat. Und an diese haben sie sich gewandt, nicht wahr? Und zwar nicht wegen dass die Leute faul oder sonst war, weil sie nicht gekonnt haben, nicht wahr? Deswegen haben sie sich daran gewandt. Aber nicht an unsere Meister von IG Farben seinerzeit, sondern an die Meister der fremden Wirren. Die Meister der fremden Wirren haben sich an die Scharführer gewandt. Ja, also nicht an die Adjutanten. Nicht an Adjutanten. Nein. Sondern Sie sagen an die Arbeitsführer, Arbeitseinsatzführer, als geheißen. Scharführer, Oberscharführer. Und zwar sagen Sie, haben sich diese Beschwerden in erster Linie darum gedreht, dass die Leute nicht mit der nötigen Arbeitskraft ausgestattet waren und zu schwach waren zu arbeiten. Ja. Was ist denn auf diese Meldungen hin geschehen? Ja, nach meiner, es ist auf jeden Fall besser geworden. Sie haben kräftigere Leute geschickt. Herr Präsident, ja. Darf ich Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, dass Ziffer 8, die Sie eben vorgehalten haben, lautet, wenn Sie sich nach Meinung des Meisters etwas hatten zu Schulden kommen lassen, ja, und wenn Sie nicht mit der Leistung zufrieden waren, von der Arbeitsschwäche. Ja, also das ist richtig. Es heißt hier, wenn ein Meister mit der Leistung eines Häftlings nicht zufrieden war, oder wenn der Häftling sich nach Meinung des Meisters etwas hat zu Schulden kommen lassen. Also da dreht es sich hier nicht um die Schwäche. Um die Schwäche und die körperliche Konstitution, sondern eben um die Führung. Leistung. Wenn einer schwach ist, kann er nichts leisten. Ja, aber Sie haben gesagt, oder wenn sich der Häftling nach Meinung des Meisters etwas hatte zu Schulden kommen lassen. Also dreht es sich doch offensichtlich um Beanstandung, nicht? Ja, das ist ja eine Beanstandung gewesen, aber da habe ich keinen großen Wert drauf gelegt, weil ich konnte ja nichts machen, ich war der Oberbauleiter. Nein, wir wollen nur wissen, was auf solche Meldungen hin erfolgt ist. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Das entzieht sich Ihrer Kenntnis. Herr Rechtsanwalt. Herr Zeuge, Sie sagten aber eben auch, dass man sich wegen schwachen Häftlingen an die SS wandte, die also nichts leisten konnten. Und dann sagten Sie, man schickte dann also kräftigere. Wissen Sie, was mit den Schwachen, die abgelöst wurden? Nein, soviel ich den Zeugen verstanden habe, hat er gesagt, dann wurde es besser. Ja, besser. Dann wurde es besser, dann schickte man kräftigere, sagte er. So. Herr Zeuge, wissen Sie, was mit den Schwachen geschah? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Das entzieht sich Ihrer Kenntnis. Ja. Dann eine andere Frage. Wissen Sie, wie lang der Hauptsturmführer Fromm-Hagen in Auschwitz tätig war? Das weiß ich nicht. Ich widerspreche dieser Frage. Er ist schon beantwortet. Ja. Er weiß es nicht. Sie wissen es nicht. Haben Sie mal mit dem Nachfolger von Fromm-Hagen verhandelt? Nein, nicht. Nur mit Herrn Hauptsturmführer Wagner. Aha. In Zukunft habe ich nichts mehr mit dem Arbeitseinsatz zu tun gehabt. Da waren in der Zwischenzeit die anderen Leute da. Da habe ich mich nicht mehr um Arbeitseinsatz mehr kümmern können, sondern um Arbeitsfortgang, Arbeitsorganisation und so weiter. Dankeschön. Ja. Wussten Sie, welche Funktion der Herr Wagner hatte? Der Wagner hatte die Werkstätten GmbH oder wie es geheißen hat. Der hat die Leitung der Werkstätten gehabt. Dies das Deutsche Ausrüstungswerk. Deutsche Ausrüstungswerk, jawohl. Und die Leitung der Deutschen Ausrüstungswerke hatte der Herr Wagner. Nach meines Wissens hatte Herr Wagner die. Welche Zeit war das denn? 1942, 43? 41, 42. 1942. 41, 42 kann ich nicht mehr. Genau kann ich mir das heute auch nicht entsinnen mehr. Mhm. Nach 20 Jahren kann man sich nicht mehr genau entsinnen darüber. Was hatten Sie denn mit den deutschen Ausrüstungswerken zu tun? Wir haben das ist doch schon genau, steht ja in meinem Akademie drin. Herr Zeuge. Moment, Herr Rechtsanwalt, Dr. Blatternzer, ich würde diese Frage zulassen, und zwar deshalb, weil der Angeklagte Mulka erklärt hat, er sei in erster Linie Direktor der Deutschen Ausrüstungswerke gewesen. Und wenn nun der Herr Staatsanwalt wissen will, was im Einzelnen er mit den Deutschen Ausrüstungswerken zu tun hat. Gut. Herr Vorsitzender, ich möchte gerne erklären, dass ich mir von dem Zeugen eine derartige Antwort, wie er sie mir eben gegeben hat, aber entschieden verbieten möchte. Moment, Herr Staatsanwalt, entschuldigen Sie, ich habe mich mit dem Herrn Dr. Laternz unterhalten. Das ging also durcheinander. Ich hatte den Zeugen diese Frage gestellt, worauf er mir in lautem Ton und mit entsprechender Gestik geantwortet hat, das steht doch alles in meinem Affidavit drin. Ich möchte mir das verbitten von Ihnen, Herr Zeuge, und ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihr Affidavit hier nicht Gegenstand der Verhandlung ist, sondern dass wir das zur Kenntnis zu nehmen wünschen, was Sie uns zu sagen haben. Ja, wenn ich das Affidavit nicht zur Verfügung nehmen kann, denn nach 24 Jahren kann ich mich doch nicht mehr genau entsinnen heute. Ja. Ich kann auch keinen Eid leisten dann. Ich möchte zuerst das wissen, an was Sie sich erinnern können, Herr Zeuge. Können Sie das verstehen? Ja. Begreifen Sie das, ja? Jawohl. Und wenn Sie sich nicht mehr erinnern können, dann werden wir nach Mitteln und Wegen suchen, Ihre Erinnerung wieder aufzufrischen. Ja? Verstehen Sie das? Was soll denn das? Das ist eine Einschüchterung des Zeugen. Oder eine Androhung von Übeln. So sehen Sie das. Ja, so muss jeder objektive Betrachter diesen Vorhalt. Also, der Zeuge hat inzwischen die Frage vorgelegt bekommen von dem Herrn Staatsanwalt Küchler, was er mit den deutschen Ausrüstungswerken zu tun hat. Was hatten Sie mit den deutschen Ausrüstungswerken zu tun? Was hatten Sie denn damit zu tun, mit den Werken? Mit den deutschen Ausrüstungswerken? Herr Zeuge. Ich habe mir nur erkundigt, wie viele Schränke das da waren, und vor allen Dingen habe ich die Werkstätten besucht, wie weit alles war, denn die wollten ja auch bezahlt werden. Wenn Rechnungen vorgelegt haben, dann musste ich ja das alles sehen, was in Vorbereitung war und was fertig war. Da sind die deutschen Ausrüstungswerke auch bezahlt worden. Zu welchem Zweck wurden denn die deutschen Ausrüstungswerke eingeschaltet? Hatte das beispielsweise den Zweck, die Häftlingsunterkünfte herzustellen? Ja, für unsere Leute. Die Schränke, sind das Holzschränke, ja, das waren Holzschränke und Bettstellen. Ja, danke. Wenn keine Fragen mehr sind, dann ist der Zeuge zu beeidigen. Können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen? Ja. Ja, wir hatten schon beschlossen darüber inzwischen. Ja? Ja. Also Beschluss, die Beeidigung des Zeugen wird angeordnet. Können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Ja.